Hallo Leute und willkommen zurück bei eurem Markenvideo. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer Fasttag in der Patemap ändert. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und folgt diesen einfachen Schritten. Zuerst müsst ihr nur zu eurer Fasttag-App oder Website gehen. Das hängt davon ab, welche Plattform ihr verwendet oder welche Plattform ihr bevorzugt, und danach müsst ihr euch nur in euer Konto einloggen. Falls ihr noch kein Konto habt, müsst ihr euch nur für ein neues anmelden. Im Grunde müsst ihr also natürlich nur auswählen. Wie möchtet ihr die Zahlung annehmen? Über Websites oder im Ladengeschäft? Natürlich könnt ihr die Websites oder die App auswählen und dann anfangen, die monatlichen. USF hinzuzufügen und euer Anmeldeformular auszufüllen, danach sendet ihr es ab und ihr könnt euer eigenes Konto haben und müsst es nur noch bestätigen. Danach müssen Sie sich im Grunde nur noch in Ihrem Konto anmelden und dann können Sie mit der Verwaltung Ihrer Fasttag-App oder Ihrer Fasttag-Anwendung beginnen. Wenn Sie also im Grunde nur Ihr Fasttag ändern möchten, müssen Sie nur zu einer anderen Zahlung oder zum Paytm-Wallet gehen. Wie Sie sehen, finden Sie in der Paytm-App hier in mein Paytm ein Wallet. Und in diesem Wallet finden Sie im Grunde ein weiteres Unterwallet für Ihre Fasttag-App. Und von dort aus können Sie Ihr Fasttag ändern oder verwalten. Wie Sie sehen, ist die Verwaltung des Fasttags in der Zahlungs-App ganz einfach. Sobald Ihr Paytm Fasttag aktiviert ist, müssen Sie natürlich auf klicken. Dafür wird unter Ihrem Paytm-Konto ein Unterwallet erstellt. Klicken Sie einfach auf die Wallets für das Fasttag und dann können Sie beginnen. Um es zu ändern und eine Zahlung anzufordern, schließen Sie alle Fasttags, die Sie bereits haben, und Sie können auch Ihre mit Fasttags verknüpften Fahrzeuge USF aktualisieren und eine Änderung anfeuern. So können Sie es im Grunde machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.